Guck, da ist sie wieder. Herzlich willkommen zurück bei Jack zockt Tomb Raider Anniversary. Der achte Teil der Reihe und gleichzeitig das Remake zu Tomb Raider 1. Mit der Armor als sexy Lara Croft. No, und ich weiß nicht, wo wir gerade sind. Hier haben wir nicht aufgehört. So, keine Ahnung. No, was ist hier? Ups. Hopp. So. Kann mich gar nicht erinnern, die aufgemacht zu haben. So. Wir haben hier aufgehört, an der Ecke, wo ich Lara noch so positioniert habe. So. Okay. Wir sind hier bei Darmokels. Und hier müssen wir aufpassen wegen Geheimnis. So. Dann müssen wir gleich mal wieder das Ding hier bereithalten. So. Wo haben wir uns einen Knackpunkt gemerkt? Oh, nee, das ist das falsche Spiel. Was? Nee. Jo, bei 4. Warte. Riesenschwerter. Woran klettert auf einen abgebrochenen Teil der Säule? Abgebrochener Teil der Säule. Da müssen wir uns irgendwie. Es ist so. Hä? Hier gerade was geleuchtet? Ich versuche gerade rauszufinden im Hinterkopf, wie das war. So, der Witz ist aber bei warte mal, hä? Ah! Ich erinnere mich da vorne der Raum da, wo wir reingekommen sind, wo die ganzen Türen sind. Das war, glaube ich, im Original komplizierter. So, hier liegt der Schlüssel richtig schön offen da. Ach, stimmt. Genau, das war das mit den Schwertern, wo die Schwerter dann immer so hoch und dann blip nach unten gekommen sind. Genau. So. Lara. Müssen wir aufpassen. Wenn wir das Ding jetzt nehmen, dann kommen die Schwerter runter, das sehe ich doch schon. So. Ich weiß aber nicht, ob wir hier. Guck mal, hier sind die Schlitze, hier kommen die Schwerter rein. So. Aber in der Mitte ist auch eins. Das macht mir gerade ein bisschen Angst. Wollen wir das mal probieren? Also wenn wir hier raufgehen, kommen die jetzt schon runter? Wir werden erst runterkommen, wenn. Ne, Quatsch. Hier sind die Schlitze. Warte mal. Lara, das ist in der Mitte das Ding. Das fällt genau in die Mitte. Ich weiß jetzt nicht, wie das Ding hier programmiert ist. Dass wenn wir uns so hier hinstellen. Ich denke mal, es kommt das runter, wenn ich das Ding in die Hand nehme. So. Dass wenn wir uns so hier hinstellen, dass uns jetzt rein realistisch gesehen das Schwert nicht treffen dürfte. Das ist hier oben. So. Ob es das dann trotzdem trifft. Das finden wir einfach mal raus. Probieren wir es einfach mal. Also den Schlüssel haben wir schon mal. So. Wo sind die jetzt da? Sind die jetzt hier oder in einem anderen Raum? Nimmt sie wieder nicht, weil sie voll ist. So. Sie sind hier. Warte mal. Abgebrochene Säule. Ja, genau. Genau, das weiß ich noch aus dem ersten Teil. Das ist mir noch ein Begriff. Das war richtig scheiße, das Ding. Im ersten Teil zumindest. Was? Nee. Darmokels 4. Ja, warte. Soll ich vorsichtig zum. Fenster, hey. Jo. Könnt.
Geht ihr ohne Gefahr zu dem Sockel mit den Händen? Wenn ich es getan habe, wird der Raum. Und hier springt. Und wie gesagt, ich will. Warte. Artefakt. Das dürfen wir nicht. Hier um die Stacheln auf der unteren Seite des Fensters. Aber wir gucken uns das erstmal ganz gemütlich an hier. So. Können wir hier jetzt noch irgendwo hochklettern? Wir wollen uns jetzt die Schwerter ausschlagen. Das habe ich so, habe ich schon mitgekriegt. Also beim ersten Teil, bei Tunnel 1, bei in der alten Engine, konnte man mit Schleichen oder langsam laufen. Warte mal, können wir langsam laufen? Jetzt gibt es so. Warte mal. Warte mal. Wie krieg ich das mit dem Controller hin? Jawohl. Haben wir jetzt hier auch was verballert? Kannst du das mit dem jetzt? Nö. Okay. Fenster. Irgendwas mit dem Fenster. Da oben. Was ist da oben eigentlich? Das ist ein Hebel, oder? Ja. Können wir hier irgendwo hoch? Genau, hier. Mhm. So. Jo, danke schön. So, wir haben nichts gesehen. Wir müssen das doch mal machen. So, können wir hier rüber? Jawohl. Da ist das Geheimnis. Genau, da sehen wir das doch. Okay, alles klar. So. Jo. Wir gehen mal. Hey! Das Weib macht mir solche Angst manchmal. Jo. Mach, nimm, benutz. Jo. Das müssen wir. Aber darüber. Warte mal, können wir den nochmal drücken? Nö. Jo, rüber hier. Jo. Ab. Ab. Was? Ab. Wie? Warte. Hm. Kommt hier gar nicht rein. Waren die gerade eben auch schon da? Oder erst nachdem wir den Hebel gezogen haben? Können wir uns das Ding mit dem Erntehaken holen? Also mit dem Magnethaken? Mensch. Hey! Mensch! Lass doch nicht einfach los! Na! Mädel! Ich komm gleich und helf dir! Jo! Na! Aber was ist denn hier nun?
Ja. Besser. So. Jetzt hüpfen wir nochmal quer hier rüber. Jawohl. Hi. Können wir das Ding so holen? Natürlich nicht. Ja, und nun? Habe ich das jetzt vergeigt mit dem, Warte mal. Oder müssen wir von der anderen Seite ran? Wir gucken ganz einfach mal. Was ist hier oben? Wir müssen aber hier oben aufpassen. Da ist keins. Da oben ist was hier für den... Okay. Ja. Okay, hätten wir das auch geklärt. Wir kommen hier nicht durch. Moment mal. Ja, ja, danke. Aber... Ja, der hat doch hier irgendwo... Ist hier doch was gemacht worden. Sind wir hier irgendwo hoch? Also hoch kommen wir nicht. Das ist gerade ein tierisches Problem. Der Hebel ist schon gezogen und oben, ja. Warte mal, ich würde doch mal laden hier komplett. Normokels, ja. Ich würde das mal gleich machen hier, den ganzen Scheiß. Was? Was war jetzt? Stacheln, sind die jetzt auch schon da dort oben? Nö. Oder? Den Schlüssel, den holen wir uns zuletzt. Wir müssen erstmal hier... Oder? Ach nee, das können... Wir kommen ja noch gar nicht da hoch. Es ist ja erst, wenn der ganze Scheiß hier runterkommt. Dann kommen wir hier draußen hier irgendwo hoch. Hier zum Beispiel. Auch nicht. Und oben ist auch ein Hebel. Ich glaube, wir können hier wirklich erst was machen, wenn wir das Ding geholt haben dort hinten. Was anderes fällt mir gerade nicht ein. Hier kommt man nicht hoch. Warte mal. Da kenne ich gerade irgendwo. Nee. Das Ding können wir nicht zufällig ziehen oder schieben hier, oder? Nee. Scheiße. Nee. Halten Sie alt. Ja, das mit dem alt und mit dem langsam laufen, das habe ich auf dem Controller aber irgendwie nicht. Oh, hoch hier. Die Stacheln sind trotzdem dort drüben. Verdammter Mist. Hätte ich auch nicht neu laden brauchen. So. Was macht das Ding jetzt? Alter. Muss da rüber? Nee, warte mal.
Mach das mal mit Maus und Tastatur. Kommen aber auch nicht hier rüber, oder? Und springen. Ich dachte, ich könnte hier durch oder so. Ich komme ja auch nicht drüber. Ja, jetzt könnten wir von da aus da hoch. Und wir müssen erstmal das Ding hier, die Dinger hier wegkriegen. So, warte mal. So, wir müssen hier, okay. Also, ich habe das Prinzip verstanden, aber wo müssen wir eigentlich hin? Wenn die hier vorne weggehen würden. Vielleicht hier irgendein System dahinter. Also, wenn das zufällig kommt, dann ist das Mist. Das ist eine echte ganze Stelle, finde ich völlig was. Das ist ja schlimmer als im Original. Also aufs Helle. Wir werden jetzt Lara hier 1000 Tote sterben sehen. Warte mal. Oh, hier drüben. Hier kommt mal. Da oben noch eins, keine Ahnung. Das hatten wir ja weggemacht hier, okay. Dürfen wir bloß nicht hier irgendwie runterfallen, weil dann müssen wir es nochmal machen. Kontrollpunkt, danke. Ja, geh doch mal runter hier, Mensch! Wir machen uns hier mal einen Speicherplatz. Neuer Spielstand. Mensch. Ja. Okay. Warum hängt da so ein Luder? So, tun wir uns diese Geheimnisse und dann. Mensch. Ja, danke schön. So. Dann sollten wir eigentlich hier rauskommen. Ich weiß nicht, ob wir noch was machen müssen, weil das Tor. Edge! Bleib doch mal! Jawohl, ja! So hätten wir.
So. Hoch. Da war irgendwo noch ein Hebel. Das ist nicht fürs Tor. So, hier ist nichts mehr aufgegangen. Okay. Kontrollpunkt. Kontrollpunkt. Damit müssten wir alle 6 Geheimnisse sicher haben. Hier aus dem Ding. Jo. Dann können wir eigentlich viel vergnügt hier raustrampeln. Jo. Das probieren wir mal. Ja, ist das Winzen auch weg. Jo, hier hoch. Aber da oben ist was zum Hangeln. Magnetenterhaken. So, wir kommen hier nämlich noch nicht raus. Das ist gerade ein tierisches Problem. Schlüssel haben wir ja alle. Wir müssten da rüber. Jo. Nee. Wir gucken noch mal. Ja, wir haben alle 4 Schlüssel. Okay. Okay. Wir müssen darüber. Aber wenn wir hier runterfallen, dann ist Lara Töter als tot. Und nun? Der Deal ist gerade schlecht. Wo kommst du nicht hoch? Wie sollen wir das machen? Wir müssen darüber. Aber du kommst du nicht hoch. Zu viel Enter hatten wir irgendwo. Nö. Und jetzt? Weil die gehen nach vorne raus und fragen mich gerade warum. Ob das auch irgendeinen Sinn macht für uns. Weil sie sich an irgendeiner Säule festhalten könnte. Das ist gerade ein bisschen doof hier gemacht. Von hier aus irgendwie. Hey, guck mal. Ja, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ja, dann mach mal. Ja, danke schön. So. So, hier rüber. Ei. Ei, 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 ei. Und hier rüber. So. Genau. So. Das da. So. Und jetzt da hinüber. Genau. Wie sind wir? Oh mein Gott. Ich hab die falsche Taste gedrückt. Ja. Oh, Mensch. Hör doch mal auf. Ein ganz kleines bisschen war ja erschrocken, ja. So. Wir müssen schneller hier. Keine Zeit. So. Ich wette, jetzt vergeige ich das hier. Zum zweiten Mal vergeige ich das immer. So. Speichern bringt, würde eh nichts bringen. Können wir von hier aus nur dran springen? Nee, das riskiere ich mal lieber nicht, da unten sind Stacheln. So. Da dran. Wo auch immer ich hier hinspringen soll, ich habe keine Ahnung. Ich krieg immer das falsche Medipack. Ich wollte ein kleines haben. Jawohl. So. Von hier aus darüber kommen wir auf keinen Fall, oder? Wir wollen ja das probieren. Von hier aus darüber.
Wie gesagt, die Frage ist, wo soll ich hin dort? Ich hätte ja gesagt, dort auf so eine Säule drauf. Von so einer Säule dann rüber dort zu dem Schalter. Oder war hier irgendwas zu festhalten? An der Wand. War doch nichts. Alter. Jetzt muss ich ja 20.000 Mal hoch und runter rennen. Mensch! Hilf doch mal da hoch! Ja, was hast du jetzt davon? Ich wollte das eigentlich in der Folge geschafft haben, das Ding hier. Och Mensch! Es ist scheiße, dass ich nicht an anderer Stelle speichern kann. Ja, wie gesagt, wo soll ich da drüben hin? Das ist doch nicht zum Festhalten. Ja, die Schnauze voll, jetzt gucke ich das nach. Springt ihr dieses Mal. Was soll ich gegangen? Bitte den Hebel an der rechten Wand. Ja. Drehhebel. Klettert auf die Säule, springt kurz. Oder so ein Spalt. Bringt dann weiter zum Spalt der Wand voraus. Hangelt euch ans rechte Ende und springt zum nächsten Spalt in der Rechnung. Wobei zum nächsten Vorsprung. Springt zur Plattform mit dem. Ach. Klettert auf die Säule. Springt von dort aus zur zweiten. Zur tiefer gelegenen und gelegenen dritten, also zur höheren vierten. Was? Springt nach links ab und schmeißt den Halter ab, also um an der Wand entlang zu laufen. Benutzt hoch und runter zu laufen. Am anderen Ende müsst ihr zur Seite abspringen. Ja, wir müssen auf die Säule, wie ich es mir gedacht habe. Genau, hierhin wollte ich. So. Nein! Mensch! Jetzt lade ich den Scheiße hier. Komm, hier. Das gibt's doch nicht! Das ist doch nicht euer Ernst, Mensch! Hey, ja! Das Problem ist immer, das ein zweites Mal zu schaffen. Ich glaube, ich sollte aufhören. Wir sind eigentlich durch für heute. Ich auch.
habe ich gewusst, dass ich dort an der Stelle wieder runterfliege. Also wenn ich es immer drüber geschafft habe, diesen verdammten Seil. Dann nimm mit den Scheiß. Ja, na komm schon. Mädel, du mach! Ja, das ist schnell wieder durch die Leute. Jawohl, danke schön. So. Gehen wir noch raus hier. So. Ja. So, speichern. Damokles geschafft. Ach Mensch, ich schreibe sogar schon wieder falsch. Geschafft, okay. Ja. Damit. Hoffe ich, das ganze Ding hat euch ein bisschen gefallen. Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, lasst mal ein Abo da. Wenn euch das gefallen hat. Ja. Dankeschön fürs Zusehen und ciao.